Hallo und willkommen in dem schönen Aphrodite Hills auf Zypern. Ich mache gerade eine Reise. Heute ist der erste Tag und ein schönes Wetter. Das wird die ganze Woche um die 23 Grad sein und das im November. So, die Runde geht für meinen Schülern gerade zum Schluss, da stehen sie auf dem Grün. Und eine Schülerin hat heute so einen schönen Chip gemacht. Lange Chip, Handgelenk bleibt ruhig und dein Unterkörper geht mit beim Durchschwingen. Bisschen offener stehen. Ja. Schöner Schlag. Geht super. Und dann dachte ich mir, das muss ich unbedingt auf Golfen mit Freude veröffentlichen, weil es geht darum zu entscheiden, ob man den Putt-Chip oder den Standard-Chip oder Chip-and-Run zu machen. Was genau ist der Unterschied und wann setzt man den Schlag ein? So, ich habe jetzt einen Schlag, ich nehme mein Pitching Wedge. Der Ball muss ein bisschen fliegen und dann weiter ausrollen. Das sind so ungefähr 20 Meter. Und hier werde ich den Chip-and-Run ausführen. Oder man könnte ihn Standard-Chip nennen. Und was da entscheidend war, ist, wie ich durch den Ball gegangen bin. Ich habe meinen Körper gedreht, ich habe eine leichte Verlagerung gemacht und mein Schwung war insgesamt, vor allem mein Durchschwung, war länger. Ich stehe dadurch einen Tick weiter weg vom Ball, weil ich mich hier ein bisschen mehr drehen möchte. Und die Drehung ist der große Unterschied zwischen Standard-Chip und Chip-Putt. So, jetzt habe ich eine kürzere Entfernung zur Fahne. Das sind 11 Meter. Ich habe nichts vor mir. Mein Ball liegt auf dem Vorgrün. Und ich möchte ihn chippen. Klar, man könnte ihn auch putten. Aber vielleicht hat man das Gefühl, ja, ich möchte, dass er ein bisschen mehr fliegt. Dann habe ich mehr Sicherheit. So, für diesen Schlag stehe ich näher am Ball. Meine Arme sind dichter am Körper. Der Schläger ist aufrechter. Und die Bewegung ist sehr wie Putten. Und schau meine Schulter jetzt an. Die bleiben relativ gerade. Hier gibt es nicht so viel Drehung. Die brauche ich auch nicht. Auch hier nehme ich mein Pitching Wedge. Aber mit einer ganz anderen Bewegung. Ball mehr rechts von der Mitte. Und mir ein Schaukeln der Schulter. Und Gewicht mehr auf dem vorderen Bein. Mache ich eine Putt-Bewegung. Und es wäre schön, wenn ich das grün lesen könnte.